Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal Klemmbautechnik. Mein Name ist Renate und heute bin ich mit einem Set mal wieder allein unterwegs. Ich habe heute ein Set von Quan Guan. Das ist ein Drache, Ninja-Feuerdrache. Er hat die Nummer, die Modellnummer 100254. Wir haben ihn bei Jurwop bestellt. Die Lieferzeit war 7 Tage. Erschienen ist das Modell auf jeden Fall dieses Jahr, im Juli 2023. Er hat ungefähr 523 Bausteine. Die Länge beträgt nachher 44,5 cm, die Breite 65 cm. Den Designer haben wir nicht gefunden. Ja, ich habe hier einmal die Bauanleitung. Die umfasst 38 Seiten und 37 Bauschritte. Und hier habe ich mal einen Flügel. Also das Teil wird wirklich nicht so klein. Ja, das ist erstmal alles Wissenswerte. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen zu klemmen. Bis später. So, ich wollte einmal kurz zwischenblenden. Ich bin bei Bauschritt Nummer 14. Die Anleitung ist eigentlich sehr gut durchdacht. Man kann das eigentlich ganz gut klemmen. Es sind viele süße Teile, die ich auch noch nie gesehen habe. Wollte ich einmal kurz zeigen. Bisschen was habe ich schon gebaut. Es ist keine Sortierung. Es waren viele, viele Tüten, die ich jetzt einfach so ein bisschen verteilt habe. Aber man findet das eigentlich alles sehr gut. Es sind ja auch nicht so viele Teile. Aber es ist interessant zu bauen. Die Klemmkraft ist sehr gut. Und die Farben sind eigentlich auch sehr schön, also keine Farbabweichung. Es ist eigentlich sehr schön. Und dann werde ich jetzt mal weiterbauen. Bis gleich. So, ich habe Halbzeit und wollte euch mal zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar habe ich hier einmal den Körper vom Drachen, 4 Beine und sowas, alles zusammen verbunden. Dann habe ich hier den Kopf angefangen. Den Kopf angefangen. Und so ein kleines Teil, ich denke mal, das kommt auch noch zum Kopf. Das werden wohl die Augen sein. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich werde mal weiterbauen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Eine kleine Zwischenbilanz. Man sieht jetzt so langsam, dass es ein Drachen werden soll. Schick orange und rot. Beißerchen hat er gekriegt. Schnurrbarthaare. Hat auch schon ein paar Zügel gekriegt. Weil da kommt auch noch ein Reiter rauf. Na, Fokus. Hinten die Beine und da kommt dann nachher noch der Schwanz dran. Ich werde mal wieder ein bisschen weiterklemmen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Drache hat seinen Schwanz bekommen. Ist ganz witzig geworden. Und ich habe schon angefangen, einen Drachenflügel zu machen. Da ist das Skelett und da ist der Flügel. Der wird da dann gleich drauf festgeheftet und dann werde ich den zweiten Flügel machen und dann kommt er hier oben dran. Ich hoffe, dass das alles soweit klappt.
Und dann sehen wir uns dann wieder. So, da bin ich wieder. Mein Feuerdrache ist fertig mit den Dragon Ninja von Quang Guang. Ich muss sagen, mit der Klemmkraft, das hat sich nachher zum Schluss hin sehr, sehr aufgelöst. Die Flügel, die sollte ich eigentlich mit den Pins befestigen und obendrauf das als Gegenstück. Das funktionierte gar nicht, die sprangen immer raus. Jetzt habe ich da Kugelpins draufgesetzt. Jetzt sind die Flügel auch fest. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. So, und das ist das gute Stück. Wie gesagt, die Farben von den Kacheln weichen überhaupt nicht so ab. Die sind schön. Aber es ist ein sehr fragiles Teil. Also, wenn er steht, nicht mehr anfassen am besten. Aber hübsch ist er trotzdem. Das war mein kleines Drachenprojekt. Ich sage tschüss und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und dann wieder mit meinem Mann zusammen. Klemmt was Schönes bei euch zu Hause. Wie gesagt, das ist auch mal so ein kleines Teil zwischendurch. Man muss nicht immer gleich mit 4000, 5000 Teile klemmen und man muss auch nicht immer einen Motor verbauen. Es hat Spaß gemacht, das war mal was anderes. Aber ich freue mich auch wieder auf Motoren.